Hallo ihr Lieben, wir wollen heute zusammen Muffins backen. Und natürlich werde ich euch dabei dann auch ganz viele verschiedene Produkte von Pampa Chef vorstellen, die euch das Leben dabei leichter machen. Angefangen mit dem 12er Snack. Der ist aus unserer Stoneware-Kollektion. Das heißt, das ist ein Teil aus unserem weißen Ton. Und darin werden wir die Muffins backen. Natürlich kann man den 12er Snack nicht nur für süße Muffins verwenden, sondern natürlich auch für herzhafte Muffins, für kleine Quiche, für Mini-Tarts, für Spaghetti-Nester, für kleine Hackbraten oder auch zum Brötchenbacken. Also eurer Fantasie sind gerade bei dieser Form wirklich keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt die so vielfältig verwenden und habt dabei alle Vorteile von der Stoneware, dass außen eben alles knusprig und innen saftig wird durch den Steinofeneffekt, die euch die Stoneware ja bietet. Wie alle Stoneware-Formen sollte die leicht eingefettet werden, wenn sie neu ist. Meine ist nicht mehr ganz neu, auch wenn sie noch so hell aussieht. Ich werde euch aber trotzdem mal kurz zeigen, wie man sie fettet. Denn was man gesehen hat, das kann man sich einfach auch besser merken. Und dazu nehme ich unseren Silikonpinsel mit dem Haken. Der Haken ist dafür da, wenn ich den zum Beispiel zum Marinieren verwende, dann kann ich den so an der Schüssel am Rand einhängen und der rutscht mir nicht rein. Hat also auch seinen Zweck. Ich nehme jetzt hier ein hocherhitzbares Fett und fette hier meine einzelnen Mulden so ein bisschen aus. Das soll auch gar nicht dick sein, sondern so wirklich nur, dass es ganz leicht glänzt und sich dadurch einerseits die Patina auf der Stoneware bilden kann und andererseits natürlich sollte die Patina noch nicht so richtig da sein, also sprich diese natürliche Antihaftbeschichtung noch nicht gegeben sein, dass dann auch sich die Muffins nachher gut rauslösen können und nicht kleben bleiben. Das Ganze muss eigentlich nur so 2 bis 3 Mal passieren. Wenn ihr dann die erste Patina habt, dann merkt ihr das, indem das Wasser beim Abwaschen da gut abperlt und dann braucht ihr auch gar nicht mehr fetten. Und die Muffins werden trotzdem super einfach da wieder rausrutschen, wenn ihr fertig seid. So, ich habe mir hier alle Zutaten schon mal hingestellt und die werde ich jetzt nicht in der Küchenmaschine vermengen, sondern ich habe mir dafür hier unseren Teigmischer und Spender hingestellt. Der hat nämlich den Vorteil, wie der Name schon sagt, ich kann da drin meinen Teig mischen und dann auch ganz sauber spenden, also raus in die Form geben. Der funktioniert für alle leicht flüssigen Teige, wie zum Beispiel unser Muffinteig, für Brownies, für Eierkuchen und Pancakes, die ihr dann in der Pfanne abbratet. Und der ist eben super praktisch dafür, dass ihr den Teig auch in solche kleineren Backformen reinbekommt. Wir haben ja zum Beispiel auch eine Mini-Muffin-Form, wir haben eine Donut-Form, eine Kuchenriegelform. Also all diese Formen, da könnt ihr super den Teig dann ganz sauber und ohne Kleckern reingeben. Viel einfacher, als es mit dem Löffel wäre. Ich zeige euch ganz kurz, wie der funktioniert. Ihr habt hier einen Zylinder, da gebt ihr die ganzen Zutaten rein. Das machen wir jetzt auch gleich. Dann habt ihr unten eine Membran, wo dann der Teig rauskommt. Eine Basis, die aus Silikon ist, damit er euch beim Arbeiten nicht von der Arbeitsfläche weg, rutscht. Und hier habt ihr euren Mixer praktisch, mit dem wird der Teig vermengt. Und dann habt ihr hier den Deckel mit dem, mit dem Hebel, mit dem ihr spendet und eine Einstellung. Das zeige ich euch dann gleich nochmal alles. Wir fangen damit an, die Zutaten hier reinzugeben. Reinpassen tun wir übrigens 1000 Milliliter. Hier haben wir auch eine Skala. Und 1000 Milliliter reichen aus für 12 Muffins oder auch für alle anderen Formen, die wir so üblicherweise haben. Auch eine Backmischung passt hier rein. Ihr müsst also nicht in mehreren Schritten arbeiten, sondern ihr könnt hier wirklich alles gleichzeitig reingeben. Ihr habt genug Platz. Anfangen würde ich immer mit den flüssigen Zutaten, wie zum Beispiel Ei, Milch und Öl habe ich hier stehen. Das hat nämlich den Vorteil, dass euch die trockenen Zutaten nachher nicht am Boden kleben bleiben und alles sich gut vermengt. Meine Zutaten, die habe ich hier zum Beispiel im Messbecher-Trio und in den Glaselfen. Das sind alles Produkte von Pampa Chef, die findet ihr alle im Katalog. Und ja, wie ihr sehen könnt, die sind sehr praktisch. Ich habe das also alles vorher schon mal abgemessen und abgewogen. Könnt ihr natürlich auch in der Küchenmaschine machen. Ich habe es jetzt auf einer Waage gemacht. So, jetzt habe ich die flüssigen Zutaten drin. Jetzt gebe ich meine trockenen Zutaten dazu. Ich habe hier Zucker,
jetzt mir mal mit dem Mixing Scraper, damit das auch hier nicht daneben geht. So, der Zucker. Dazu haben wir natürlich auch noch ein Päckchen Vanillezucker. Das kommt auch noch gleich dazu. So, dann habe ich hier mein Mehl. Also ihr seht, das wird ganz schön voll am Ende. Aber das ist alles gar kein Problem. Ich muss nur sehen, dass ich hier gut treffe. Restlos drin. Sehr schön. Dann kommt Backpulver noch dazu. Und eine Prise Salz. Gut. So, und jetzt nehme ich den Deckel und setze den hier einfach oben drauf. So. Das hört man auch, wenn es eingerastet ist und merkt es. Und dann nehme ich hier einfach den Kolben und vermische meine Zutaten hier drin. Das geht wirklich richtig flott und auch ganz einfach. Ich denke, das reicht vollkommen aus. Das sieht doch gut aus. Arbeiten hier unten. So, jetzt sind wir ganz sicher, dass alles sich gut vermengt hat. So, jetzt habe ich ja gesagt, wir haben verschiedene Stufen, die zeige ich euch mal zuerst. Ihr habt hier drei Punkte. Der größte Punkt ist für die größte Teigmenge, die hier unten rauskommt, der mittlere für die mittlere und der kleine für die kleine, für die kleinste Menge. Ich würde also zum Beispiel bei Mini-Muffins würde ich auf jeden Fall die kleinste Einstellung verwenden, hier für unsere normale Muffinform. Für den 12er Snack nehmen wir die mittlere Einstellung und die größte nehme ich normalerweise so für Pancakes oder Eierkuchen, wenn ich die in der Pfanne abbacke. So, um jetzt anfangen zu können zu spenden, ich hole mir schon mal die Muffin von mir her, den 12er Snack, nehme ich hier den Deckel noch einmal kurz ab und setze jetzt den Spender, den Deckel natürlich, hier in diesen Silikonfuß rein. So. Und dann so leicht schräg, damit der Luftwiderstand nicht so groß ist, hier wieder in den Zylinder rein. So. Und dann drehe ich es einfach wieder zu. Und jetzt kann ich anfangen, nämlich hier unten die Lippe abnehme. Und dann kommt mein Teig sogar schon ein bisschen raus. Und dann spende ich hier und gebe meinen Teig hier rein. So. Und die nächste Portion. Probieren wir ein bisschen aus, wie viel hier reinpasst. So. Super einfach, oder? Viel einfacher als mit einem Löffel, wie ich finde. Ich glaube, jetzt haben wir auch alles gut und gleichmäßig verteilt. Und ihr seht, hier ist wirklich fast nichts mehr drin. So, ihr könnt den dann auch ganz einfach in der Geschirrspülmaschine reinigen. Wie das geht, das zeige ich euch nachher noch. Wir machen jetzt erstmal unsere Muffins fertig und wir machen einfach mal zweierlei Muffins. Ich habe hier einmal Schokostreusel noch hingestellt und einmal Blaubeeren. Die Blaubeeren hätten natürlich sowieso nicht durch die Membran unten durchgepasst. Die Schokostreusel hätten da durchgepasst. Wenn man so kleine Sachen nimmt, dann passt das. Aber ich finde immer doof, wenn das alles so nach unten sackt. Und deswegen legen wir die jetzt einfach so ein bisschen oben drauf, unsere Blaubeeren. Und dann sacken die von ganz alleine nach unten beim Backen. So, die verteilen wir jetzt einfach mal auf 6 von den Muffins. Kriegen wir noch 2 rein. So.
Und die Schokostreusel, die verteilen wir hier auf den anderen sechs und die mische ich dann gleich noch ein bisschen unter. Das ist ja so ein flüssiger Teig, da lässt sich das gut auch noch in der Form ein bisschen verrühren. So, gehe ich hier einfach so ein bisschen rein. Und die sinken jetzt sowieso gleich von alleine noch ein bisschen nach unten. So, und wenn ich hiermit fertig bin, dann kommen die Muffins in den Ofen. Bei der Stoneware sollte die immer ins untere Drittel des Backofens, am besten gleich auf die unterste Einschubhöhe. Der Backofen darf vorgeheizt sein, muss er aber nicht. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt, nur bitte nicht mit der leeren Stoneware vorheizen, sondern dann eben den Backofen leer vorheizen. Und die backen jetzt ungefähr 15 Minuten und am Ende zeige ich euch dann natürlich auch das Resultat. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Die Muffins sind im Ofen und ich habe euch ja versprochen, ich zeige euch nochmal, wie man den wieder sauber kriegt, den Teigmischer und Spender. Damit ich hier jetzt nicht ganz so doll rumklecker, habe ich ihn schon mal eben so ein bisschen unter fließendem Wasser abgespült. Aber man kann den natürlich auch im Geschirrspüler reinigen. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt mal. Ihr nehmt also, wenn der Teig hier noch drin ist, einfach den Deckel ab und nehmt vor allen Dingen dann auch hier diese Silikonabdeckung ab, damit die separat in den Geschirrspüler kommt. Auch hier die Silikonabdeckung ab und separat in den Geschirrspüler. Und ihr könnt sogar die Membran hier unten rausnehmen, indem ihr hier einfach entweder von außen oder von innen die hier so rausholt aus dem Loch. Und die könnt ihr dann auch entweder in den Geschirrspüler geben oder ich würde die, damit die sich nicht doch mal durch zu viel Hitze verbiegt, am besten unter fließendem Wasser abspülen. So, und dann haben wir hier den Deckel und der hat hier so einen Schraubverschluss. Und den dreht ihr einfach auf. So, und zieht das hier alles so ein bisschen auseinander. Dann habt ihr nämlich nachher nicht das Problem, dass ihr nicht wisst, wie ihr es wieder zusammenbaut. Das heißt, ihr legt das einfach so in den Geschirrspüler und habt dann hinterher auch wieder die gleiche Reihenfolge zum Zusammenbauen. Beim Zusammenbauen nach dem Geschirrspüler müsst ihr darauf achten, dass hier diese längliche Unterlegscheibe, dass die genau zwischen diese beiden Lippen hier in diesen Schacht praktisch reinrutscht, reinkommt und so wieder drin liegt, damit dann auch der Hebel nachher entsprechend funktioniert. Und nach dem Reinigen dreht ihr den dann einfach, hier passt der so genau in die Aussparung, dreht ihn wieder zu, das klackt auch, dann merkt ihr, es ist wieder verriegelt und könnt ihn dann bis zur nächsten Benutzung aufbewahren, indem ihr einfach den Zylinder hier auf den Fuß drauf stellt, also natürlich die Membran vorher unten wieder reinbaut und dann am besten das hier rein und den Deckel auch mit im Zylinder verstauen, damit das dann auch alles beieinander bleibt und ihr nichts verliert. So, ihr Lieben, schaut mal, die Muffins sind fertig. Ich habe sie so vor einer Viertelstunde ungefähr aus dem Ofen geholt, ein bisschen abkühlen lassen, damit sie nicht kaputt gehen, wenn wir sie jetzt aus der Form holen. Und wie ich das mache, das zeige ich euch jetzt mal kurz. Ich habe mir jetzt hier mal den kleinen Streicher genommen, weil ich immer finde, dass der hier mit dieser runden Form ganz gut zusammenpasst. Und ich fahre jetzt einfach hier mal einmal so drumherum um die Muffins. Aber die lösen sich schon super, das sehe ich schon. Nur, dass die hier nicht kaputt gehen. Und dann hebel ich die einfach hier so aus der Form heraus und gebe sie auf unser Kuchengitter, damit sie dann endgültig abkühlen können. Das mache ich jetzt mal mit allen 12 Stück. Und wenn die dann abgekühlt sind, dann komme ich noch mal wieder und dann werden wir die noch ein bisschen verzieren. Bis gleich. So, ihr Lieben, da bin ich wieder mit unseren Muffins. Wir werden ihnen jetzt den letzten Schliff verleihen, indem wir sie noch ein bisschen verzieren. Sie sind jetzt vollständig abgekühlt, das heißt, das kann man jetzt auch machen. Und dazu habe ich mir hier zwei verschiedene Materialien vorbereitet. Einmal habe ich hier den Deko-Dosierer, da habe ich gerade flüssige Schokolade reingefüllt. Die habe ich gerade in der Mikrowelle ein bisschen geschmolzen und einen ganz kleinen Schluck Öl dazu gegeben, damit die nachher auch sich gut verarbeiten lässt. Und unser Deko-Dosierer, der hat hier einen Ständer. Das seht ihr, dass da diese Spritze praktisch
so drinsteht, damit man die auch gut befüllen kann. Das heißt, ihr müsst die nicht in der Hand halten, sondern könnt die so auf die Arbeitsfläche stellen und dann euren Guss, welchen auch immer ihr dann verwenden wollt, einfach reintun. Ansonsten funktioniert die wie eine Spritze. Der Vorteil ist aber gerade beim Saubermachen, dass das hier weiches Silikon ist. Ich denke mal, das könnt ihr hier sehen, wenn ich hier so ein bisschen dran rumdrücke, dass das weich ist. Das heißt, ihr könnt da wirklich mit jedem Reinigungsmittel gut reingehen, die sogar so ein bisschen aufstülpen und die gut reinigen. Ja, und dann stecke ich den anderen Teil hier mal so oben rein und werde jetzt einfach mal unsere Schokomuffins noch so ein bisschen mit flüssiger Schokolade verzieren. So, ich denke mal, das seht ihr, was ich hier tue. So, das war es auch schon. Ich denke, das reicht auch. Da ist genug Schokolade jetzt drin und drauf. So, und die Spritze ist alle. So, der Dekodosierer. Unsere Blaubeermuffins habe ich mir überlegt, die mache ich ein bisschen mit Zitronenglasur. Das heißt, ich habe hier Puderzucker mit ein bisschen Zitronensaft angerührt und jetzt nehme ich den kleinen Streicher und verteile die Zitronenglasur hier auf unseren Muffins. Das macht sich mit dem Streicher wirklich ganz einfach, viel einfacher als mit einem Messer, weil der eben so abgewinkelt ist und sich dadurch wirklich gut arbeiten lässt. Ja, das Ganze mache ich natürlich auf dem Kuchengitter, auf dem vorhin auch die Muffins schön abkühlen konnten. Der Vorteil von dem Kuchengitter ist einfach, das ist ein klappbares Gitter. Die Füße könnt ihr einklappen und dadurch das Kuchengitter auch wirklich ganz flach im Schrank verstauen. Das nimmt kaum Platz weg. Und wenn ihr es dann benutzt, klappt ihr einfach die Füße auf und habt einen hohen Abstand zum Tisch. Das heißt, die Hitze kann auch wirklich gut entweichen, was gerade bei der Stoneware ganz wichtig ist, dass da die Hitze raus kann und auch die Feuchtigkeit vor allen Dingen nach unten entweichen kann und das, was ihr gebacken habt, dann auch schön knusprig bleibt und nicht die Feuchtigkeit wieder zurück in das Brot oder die anderen Backwaren zurückgeht. Und außerdem könnt ihr die Füße jeweils in ein anderes Gitter reinstellen. Das heißt, ihr könnt die stapeln. Und da ist ja gerade zu Weihnachten oft so der Fall, man backt Plätzchen, ganz viele, und weiß gar nicht in der Küche, wohin mit den ganzen frisch gebackenen Plätzchen, weil man gar nicht genügend Arbeitsfläche hat. Und in dem Fall könnt ihr eben diese Kuchengitter übereinander stapeln und mehrere Lagen Plätzchen sozusagen übereinander abkühlen lassen. Das ist dann schon ein riesiger Platzgewinn. So, so viel zum Kuchengitter mal eben zwischendurch. Und in der Zeit sind jetzt auch hier unsere Muffins fertig geworden. Die lasse ich jetzt nur noch abkühlen bzw. trocknen. Kühl sind sie ja schon. Ja, und dann werden die natürlich gegessen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr Lust bekommen habt, mit diesen tollen Produkten von Pamperchef alles nachzubacken und selber mal auszuprobieren. Sprecht mich an, wenn ihr noch Fragen habt. Ansonsten hoffe ich, ihr habt richtig Lust bekommen, das mal nachzubacken.